Vor einiger Zeit habe ich ein besonderes Video hochgeladen. Und zwar habe ich über ein recht altes YouTube-Mysterium gesprochen, wo eine Person die ägyptische Regierung erpressen wollte. Er sagte, wenn er keine 5 Millionen Dollar bekommt, würde er ein Video veröffentlichen, welches er im Inneren der Pyramide aufgezeichnet hat. Inmitten dort, wo eigentlich kein Mensch hinkommen darf. Er hatte der ägyptischen Regierung einen Zeitraum gegeben, in dem er das Geld haben möchte, doch hatte das Geld niemals bekommen, weswegen er letztendlich das Video veröffentlichte. Und das Video ist wirklich erschreckend. Es zeigt, wie er mit einem ferngesteuerten Auto in diese Pyramide reinfährt und dann im Inneren etwas Seltsames sieht. Er sieht ein Feuer. Dort, wo eigentlich kein Mensch hinkommen könnte, brannte ein Licht. Und neben diesem Licht konnte man schemenhaft eine seltsame Gestalt sehen. Ein Menschen oder eine Kreatur war dort im Inneren der Pyramide gewesen. Dieses Video hat viele von euch zum Spekulieren gebracht und die meisten waren der Meinung gewesen, dass das Ganze nichts ist als ein simpler Fake. Doch heute möchte ich euch von einem Mysterium erzählen, das diese Meinung vielleicht ändert. Denn ich möchte euch heute von dem Mysterium von Paul Brunton erzählen. Paul Brunton war ein britischer Philosoph und beschäftigte sich sehr viel mit dem Spirituellen. Häufig beschäftigte er sich mit Mönchen oder Leuten aus verschiedensten Religionen, die sagten, dass sie besondere Visionen hätten. Er war ein Skeptiker und glaubte an all das Übernatürliche nicht. Als er dann eines Tages davon hörte, dass es scheinbar in der Pyramide von Gizeh die Möglichkeit gibt, irgendwelche seltsamen Wesen zu sehen, es gibt die Legenden, dass man dort gruselige Kreaturen oder Menschen vergangener Zeit sehen kann, wurde in ihm seine skeptische Neugierde geweckt. Er hörte dies und wollte sofort sehen, was dahinter steckte, und machte sich deswegen auf den Weg nach Ägypten. Dort angekommen war sein einziges Ziel gewesen, eine Nacht in der Königskammer zu verbringen. Die Königskammer liegt inmitten der großen Pyramide und dort gibt es eigentlich gar nichts außer ein Granitsarkophag, der dort in der Mitte steht. In diesem Raum wollte er gerne für eine Nacht bleiben, um zu gucken, ob er auch irgendwelche Wesen sehen könnte. Das Ganze war jedoch nicht so einfach. Die ägyptische Regierung wollte es ihm erst nicht erlauben und erst nachdem er das Einverständnis der Polizei bekommen hatte, weil die Fans seiner Arbeit gewesen sind, bekam er auch die Erlaubnis, eine Nacht dort zu bleiben. Und dies tat er. Unter Aufsicht der Polizei ging er zur Pyramide und ging dann ganz alleine hinein. Nur mit einer Taschenlampe ging er immer tiefer in die Pyramide und fand dann irgendwann die Königskammer. Er setzte sich dorthin und schaltete sein Licht aus und war dann ruhig. Er wollte einfach sehen, was passieren würde. Und einige Stunden vergingen, während er in der Dunkelheit saß. Er sagte später in seinem Buch, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits das Gefühl hatte, dass das alles nichts weiter als simple Legenden sind, irgendwelche Gruselgeschichten, die Kinder verängstigen sollen. Doch dann passierte es. In seinem Augenwinkel bemerkte er etwas. Er spürte und sah, wie eine schemenhafte Kreatur sich in der Dunkelheit an ihm vorbei bewegte. Er konnte mit ansehen, wie dort ein Wesen oder ein Mensch in der Dunkelheit war und scheinbar vorsichtig und schleichend an ihm vorbeischritt. Diese Person bemerkte ihn nicht, aber sie ging dort lang. Außer ihm hätte niemand in der Pyramide sein dürfen. Ab diesem Moment bekam er Angst. Er versuchte mit dieser Person, die dort war, zu reden, rief nach ihr, doch bekam keine Antwort. Dann sagte er, dass er das Gefühl hatte, dass der Raum kälter wurde und er spürte, wie um ihn herum seltsame Kreaturen auftauchten. Er selber sagte, dass irgendwelche monströsen Wesen, Geister und Dämonen um ihn rum waren, Schattengestalten, die er sehen konnte. Daraufhin wollte er unbedingt fliehen. Er wollte nach seiner Taschenlampe greifen, um den Raum wieder zu erleuchten, doch er konnte nicht. Sein Körper war wie gelähmt. Er war wie paralysiert gewesen. Und dann sagte er, dass er dort lag. Er rief einmal nach Hilfe, hoffte, dass jemand zu ihm kommen würde. Und dann sah er Licht. Aus einem Gang kam plötzlich ihm ein Licht entgegen. Er hatte die Hoffnung, dass dies nun die Polizei war, die auf der Suche nach ihm ist. Doch er bemerkte etwas Seltsames, denn das Licht kam nicht von einer Taschenlampe, wie die Polizei sie benutzte, sondern von einer Fackel. Die Polizei würde niemals mit einer Fackel hineinkommen und so sah er zu, wer dort langsam näher kam. Er bemerkte, dass auf dem Weg zu ihm ein Mann war. Ein Mann gekleidet in altmodischen Klamotten. Klamotten, die früher zu der Zeit der Pharaonen und des Pyramidenbaus getragen wurde. Diese Person schritt an ihm mit einer Fackel vorbei.
Das Ganze verängstigte ihn. Er wusste nicht, was er von der Situation halten sollte und was das Ganze bedeutete. Er sah einfach nur schweigend, paralysiert und ängstlich mit an, wie dieser scheinbare Pharao an ihm vorbeiging. Wie dieser Pharao einfach von einem Raum in den nächsten ging, ohne ihn zu beachten. Später beschrieb er auch, dass er noch mit ansah oder das Gefühl hatte, er wäre bei einer alten Zeremonie dabei, hörte Chöre, die in der Ferne gesungen haben, und dann irgendwann, als der Raum wieder in absolute Dunkelheit getaucht war, konnte er sich von seiner Paralyse befreien, seine Taschenlampe nehmen und aus dieser Pyramide verschwinden. Er rannte hinaus und wurde draußen von der Polizei wieder aufgefangen und nach Hause gebracht. Diese Geschichte passt ziemlich gut zu dem Video, welches ich in dem YouTube-Mysterium besprochen hatte. Denn ebenso wie in dem YouTube-Video sah dieser Mann im Inneren der Pyramide, wo eigentlich niemand hätte sein dürfen, einen Mann mit einem Licht. Ähnlich wie in dem Video war das Licht ein Feuer und neben diesem Feuer war jemand. Es könnte also sein, dass, sollte dieses Video aus der Pyramide echt sein, tatsächlich dort eine Person mit einer Fackel gewesen ist. Die Frage, die man sich jetzt hier natürlich stellen muss, ist: Wer kann diese Person mit der Fackel gewesen sein? Wer kann dort im Inneren der Pyramide sein und ist es ein Mensch? Und hierfür habe ich noch eine Legende gefunden, die dazu passt. Denn ihr müsst wissen, es gab einen zweiten Pharao von Ägypten mit dem Namen Khufu. Khufu war extrem stolz auf sein Land und seine Kultur und es war ihm immer sehr wichtig, dass dieser erhalten bleibt. Es gibt unterschiedlichste Geschichten, die sagen, dass seitdem die Pyramiden wieder ausgegraben wurden und als Werbezwecke für Ägypten verwendet werden, Khufu wütend wurde. Seitdem dies passierte, sagten viele Leute, dass sie das Gefühl hatten, dass Khufu sie heimsuchen würde und dass Khufu sein Unwesen in den Pyramiden treibt. Es gibt unzählige Zeugenaussagen, die mit angesehen haben, wie zu den frühen Morgenstunden oder später am Abend ein seltsamer Mann bei der Pyramide war. Ein Mann in altmodischen Pharaonenklamotten, der einfach dort stand und jeden, der vorbeiging, böse angeguckt hat, bevor diese Person dann durch den eigentlich verschlossenen, tonnenschweren Eingang wieder hinein in die Pyramide ging. Diese Person, Khufus Geist, könnte es also, wenn man daran glaubt, sein, der dort im Inneren wartet. Der Geist, der dort in der Pyramide sein Unwesen treibt, weil er ruhelos ist und nicht damit klarkommt oder es nicht verarbeiten kann, dass seine Kultur zerfallen ist und nun für simple Werbezwecke für Touristen verwendet werden. Das Ganze ist natürlich nur eine Theorie. Wir wissen nicht, was davon stimmt. Wir wissen nicht, ob Paul Brunton die Wahrheit sagt. Er hatte keinerlei Fotos gemacht und hatte auch keine Tonaufnahmen am Ende mitgebracht, obwohl er einen Audiorekorder dabei hatte. Was genau hiervon stimmt, ob dieses Video, welches ich damals besprochen habe, auch wahr ist, bleibt wohl zunächst ein Geheimnis. Wenn man allerdings irgendwann in die Tunnel der Pyramide geht und dort dieses Auto von ihm finden würde, dieses ferngesteuerte, dann wüssten wir, dass scheinbar diese Geschichten stimmen und irgendwer oder irgendetwas im Inneren der Pyramide lauert. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.